Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde South Park, The Fractured Butthole. Ich war gerade ganz gleich abwesend, wollte irgendwie schon weiterspielen. Hab erstens gesehen, hier ist das letzte Yaoi-Bild. Und zwar da oben. Das heißt. Warum hat mir keiner gesagt, dass heute Superhelden-Kostümtag ist? Wir kommen hier nicht da nicht hoch, ne? Können wir da irgendwie. Ne. Aber wir können hier Selfies machen. Dann. Ja, perfekt. Haben wir mehr Follower. Eddie Nelson. Sehr schön. Ashley. Und. Mach keinen Scheiß. Okay, kein Scheiß. Yes! Mr. Adler. Okay, Schluss mit dem Scheiß, ein für alle Mal. Sehr schön. Ui, Cutscene. Besiege die Hintermänner. Nein, nicht im Ernst. Weil ich jetzt eben gesagt habe, dass ich sonstiges bin, wollen die mich jetzt verhauen, weil ich geschlechtsneutral bin? Alter. Was? Sehr schön. Oh, lol. Da darf ich ja wohl zurückverprügeln, oder? Komm mal her. Sehr schön, Moskito. Machen wir mal so. Und geheilt. Nicht nur wie der Bursche der Bibel. Ich glaube, mit Moskito sind wir relativ. Sind wir echt gut bestückt. Sehr schön. Dann. Können wir den hier schon mal was anschwächen? Du könntest sogar schnell genug sein, um mich zu klatschen. Hinterwälder-Assassine. Ja, bau keine Bruchlandung. Ach du Scheiße, Jürgen, keines ist verzurrt. Ich will ihn nicht stechen. Was, wenn ich allein davon schon betrunken werde? Keine Angst, ist nur ein Vorgeschmack auf deine Zukunft. So. Gute Idee. Und tschüss mit euch. Moskitos sind die tödlichsten Tiere der Welt, aber du liegst knapp dahinter. Alter. Fantastisch. Hinterwälder Scharfschütze. Zug beenden. Was macht denn. Danach wäre nochmal der Assassine dran. Dann töten wir dich so. Ich will nämlich mal die Ulti von Moskito sehen. Meine Sektglas ist startklar. Das Käferglas. Oh Mist, das ist mir jetzt das
Alter. Boah. Hassschmiede-Artefakt. Oh, wir brauchen einen neuen Artefaktplatz. Hey, Wunderarsch, das machst du super. Sehr gute Charakterbogenarbeit. Ich habe Danke. Eine geheime Mission für dich. Geh zum neuen Taco-Laden in der Hauptstraße und kauf mir einen Taco. Cool, Helde. Was? Was? Wo ist denn das? Ach, da. Da, okay. Ich würde aber gerne mal gucken. Artefakte. Sehr schön, dachte ich mir. Hier können wir nämlich dann noch das machen, dann haben wir mehr Status-Effekt-Schaden und mehr Rückstoß-Kombo-Schaden und noch mehr Gesundheit und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Macht von 60 und ich möchte mal das Schnellreisesystem benutzen. Wohin des Wegs? Hierhin. Zur Hauptstraße. Wenn es dir schwerfällt, also. Alter, mach doch nicht diesen wieder. Wer sperrt den Fluss des Chaos? Die neuen Öffnungszeiten nie bis zum Nikolaistag. Alles gut, alles gut. Hier. Wir sind bei Freeman's Tacos. Morgen Freeman. Morgen Freeman hat einen eigenen Taco-Laden. Wenn du ein bisschen besser craftest, mach ich vielleicht eins mit dir. Ich erinnere mich einfach nur gerade hier an diesen einen Film, wo Morgan Freeman Gott gespielt hat. Crafting-Rezeptsammlung. Was zum Henker? So, Kostüme. Wunderarschanzug. Wunderarsch-Handschuhe. Machen wir auch mal gerade. Und die Wunderarsch-Kapuze. So, Verbrauchsgegenstände. Dann machen wir mal ein paar Burritos. Entschuldigung. Die können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Und machen wir mal ein Wiederbelebungsserum. Artefakte, virtuoses Uhrwerk. Können wir nicht machen. Gut. Wir gehen dann mal wieder raus. Tschüss Gott. Ach du Scheiße. Ich weiß, was du meinst. Nagasaki.
So, wir sollen jetzt wieder zum Kuhn Hauptquartier und den Burrito abgeben. Dios mio. Hier, Pussy Pussy. Nix, nix. Ich nix, Was soll's? Pussy Hast du Pussy. dich eingeschissen? Geh mal Windeln wechseln. Mach ich. Doch vorher muss ich den Burrito auf Doom abbringen. Für El Grande Bosse. Das geheime Passwort. Kuhn, hier ist dein Burrito. Oh, haben wir noch. Okay. Also, wir hatten schon. Ein Moskito von den Raisins Girls fern. Wenn er rückfällig wird, ist es deine Schuld. Moment. Ich sollte doch. Unser Schnellreisenetzwerk ist gut. Weiter so. Kein Ding, Kumpel. Hier mit Jimmy und ich habe noch kein Selfie, oder? Ja. Okay, erledigt. Kein Problem. Moskito. Clyde. Super Craig. Oder hatte ich Craig schon? Craig hatten wir schon. Gut, was steht denn jetzt an? Triffvater Maxine. Wir sollen Senior machen suchen. Ja gut, dann machen wir jetzt hier das Triffvater Maxi in der Kirche. Weißt du, du siehst ein bisschen wie ein Mädchen und ein Junge aus. Oder wie keins von beiden. Dankeschön. Können wir hier eigentlich auch irgendwas machen? Du hast meine alternativen Kostüme für Spezialkosten entdeckt. Ich habe den Wasseranzug gebraucht, als Professor Chaos Darks Bond ablassen wollte. Den Rüstungsanzug habe ich zum Schutz vor Jugendkreis Linse erfunden, falls sie sich je gegen mich wendet. Okay. Gut zu wissen. Wie war das? Batman hat alle Pläne, sollte ein Superheld durchdrehen, auch selbst ein Plan gegen Batman. So, dann reisen wir doch mal schnell zur Schule. Kann ich Mann. Was ist das? Das war beim letzten Mal aber noch nicht da. Wir sehen uns. Ich frage mich gerade, ob wir auch wieder nach Kanada müssen. Alter, auf die Toiletten würde ich ja gerne mal gehen. Ich habe mich gerade schon erschrocken. Was will die hinter mir? Neuer Schnellreisepunkt. Dann gehen wir mal zu Beichtvater Maxi und fragen, ob er Hilfe braucht. Oh, hallo, mein Kind. Ich habe dich ja noch nie gesehen. Aber du kommst zur rechten Zeit. South Park steht am moralischen Abgrund. Unsere Katzen werden gestohlen. Häuser mit Klopapier geklopapt. Geklopapt? Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frag jetzt mal ganz gerade. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ich kann deine Verwirrung verstehen. Aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung. Nicht jetzt. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Ich habe gerade ein ganz ungutes Gefühl bei ihm. Alter. Das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Mann.
Das bringt uns jetzt nichts, das bringt uns nichts, das bringt uns nichts. Alter. Alter, das war grad eklig. Ja, nein. Alter! Was zum Teufel? Wer will mit mir Händchen halten und Kumbaya singen? Was? In Luft aufgelöst! Okay. Vater McAnus? Alter. Nicht in diesen Himmel. Ich bin geschlechtsneutral. Ich habe Gottes Liebe hier. Wer will sie spüren? Ey, Mann. Bringt uns das, den können wir... Ne, wir würden Schaden einstecken, aber ganz ehrlich. Oh, wir hatten gehofft, du wolltest büßen, Sünder. Ha! Gib dich der Liebe Gottes hin. Gib du dich dem Feuer hin. Alter. Fashionistas, habe ich gerade freigeschaltet. Reinheitsverbindung. Was zum Teufel? Gott verdammt, ich kann ein Kind keine zwei Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier. Die Königin sagt was anderes. Ich zieh mir zu Fuße den Lümmel ab. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise. Nee, jetzt sagt bloß, das ist die Macaroni-Bild-Rezept. Wusste ich doch, Beschwörung. Moment, Moses? Wir haben Moses. Ich dachte eigentlich, dass wir Jesus bekommen. Ich hatte mich auf Jesus wieder gefreut. Leute mit dem Papst. Die Knie nieder vor dem Herrn. Zugangshaus für den Kirchenlagerraum. War hier der Lagerraum? Knie nieder. Vor dem Herrn. Okay, dann können wir hier irgendetwas looten. Bibel mit Monogramm. Oh, und ein Yowie-Bild. Okay. Erinnerst du Morgan Freeman als Gott? Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du als Christen sich noch an bedürftige Schirme? Klar, ich erinnere. Du machst das ziemlich gut, Neuer. Komm zum Kohlversteck, wir sollten einen Charakter ausbauen. Kohlende. Ja, das machen wir dann jetzt auch. Das machen wir noch und dann beenden wir die Folge. Wie alles begann, zwei Neuanfang. Bäh, 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 bäh.
Mann, mir geht mein Husten so im Sack. Ich hatte auch eben so, als ich das Spiel gestartet hatte, so einen schönen Tipp im Ladebildschirm. Lies die Tipps im Ladebildschirm, um im Ladebildschirm Tipps zu erhalten. Ich mag diese Tipps hier. Okay. 3, 0, 7. So, Kuhn, was gibt es Neues? Wunderarsch setzt sich. Okay. Wie läuft's da draußen? Gutes Gespräch. Ich finde, du hast Potenzial. Und irgendjemand kriegt dich als Sidekick. Glückwunsch. Als Sidekick. Oh. Elementarist. In der Nähe ist, braucht sich jemand Schumm zusammen, Blitz und Eis für die Gegner halten die Luft schon 40%. Die erste Direktive des Cyborgs ist in Ash zu treten. Psychiker. Boah, ich finde den Cyborg. Ich würde den Cyborg nehmen. Sehr schön. Die beiden passen gut zusammen. Aber jetzt müssen wir deine Hintergrundstory noch ändern. Gehen wir also zurück zu dieser schicksalhaften Nacht, als du klein warst. Oh Gott. Ich war in dieser Nacht. Aber diesmal, weil du die Welt sicherer machen wolltest. Du gingst zum Spiel. Das zögern wir jetzt nicht schon wieder so raus. Was? Du wusstest, du kannst sie aufhalten. Du benutzt es zum ersten Mal deine neu entdeckten Kräfte. Die Kraft strömte durch deine überirdischen Glieder, als du dich auf deine oberste Direktive konzentrierst. Schütze das Baby auf deinem Flur. Hey, was machst du hier? Doch sie ahnten nicht, dass du kein gewöhnliches Kind bist. Du warst ein Cyborg mit schockierenden Fähigkeiten. Oh ja. Davon hast du direkt demonstriert. Sehr schön. Oh doch. Hey, warte. Die Ladung ist auf die Reste zu Gegner übergesprungen und schadete allen. Lol. Du hattest noch mehr Cyborg-Tricks auf Lager. What the fuck? Bist du? Kein Problem für deinen nächsten Angriff. Lol, wie geil ist das denn jetzt? Wow, wie funktionieren Magnete überhaupt? Ja, das ist so gern, ne? Ein Gegner war standhaft. Zeit für die schwereren Geschütze. Große Geschütze? Ja, sicher. Alter. Mehr Maschine als Mensch. Alter. Alter, Carsten, halt die Fresse. Kräfte? Ich wollte die Folge beenden.
Okay. Ich würde sagen, das. Tauschen wir mit dem aus. Und da würde ich gerne die nehmen. Okay. Gut. Und in der nächsten Folge gehen wir dann zum Mainsfieber und treffen endlich auf die Freedom Pals. Gut. Civil War. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.